Mamma Mia 2 sind wir heute hier im Hamburger Hafen. Die ganzen ABBA-Songs, hier sind glaube ich 600 Leute. Bootstouren bringen mir immer Spaß und da sind wir glaube ich alle drei immer all in. Ich fühle mich einfach, als wäre ich auf einer dieser griechischen Boote. Eine schöne Einstimmung, weil wir gucken ja gleich alle den Film zusammen. Jetzt kommen wir schon mal so ein bisschen in den Mamma Mia Groove. Und man ist direkt guter Laune. Die Leute fangen jetzt schon an zu tanzen. Wir haben Getränke, Essen, uns geht's gut, tolle Leute. Ich habe den ersten Film 100 Mal gesehen, daher musste ich natürlich beim zweiten auch dabei sein. Ich bin absoluter Mamma Mia Fan. Mamma Mia! Ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil. Und dieses Mal ist sogar Cher dabei. You are the Dancing Queen. Spannung steigt auf heute Abend. I think, Amanda, you need to tell them something because you brought a surprise. Can we bring out our special guest? Yeah. Sits in my heart with the deepest love for these wonderful actresses here and hope you really enjoy it. This is the first time we've actually introduced a movie to such rabid fans. Yeah, even in Stockholm last night it wasn't like this. That was a blast. That was amazing. It was great. They were so enthusiastic. I'm awake now. There's a lot of depth, there's a lot of context. You'll laugh, you'll cry, and you'll carry it with you forever, I think. Those who love Mamma Mia and those who have never heard of it, should there be anyone out there in the world, will fall in love. Noch nie habe ich mich meiner Mom näher gefühlt. Na los, Mädels! Genau da, wo sie damals war, vor so vielen Jahren. Sie hatte keine Angst. Sie hat es geschafft, weil sie nicht allein war. Sie hatte mich. Wir dürfen noch niemandem von dem Baby erzählen. Ich hab's nur Bill erzählt. Und ich nur Harry. Ich habe mit ganz vielen darüber gesprochen. Ich hatte seit Jahren nicht mehr so viel Spaß im Kino. Ich habe viel geweint und viel gelacht. Die Leute sind aufgestanden, haben mitgetanzt. Wenn man kurz mal geschrien hat, hat jeder sofort hinten nachgeschrien. Wir standen auch direkt mit, haben mitgefeiert, eigentlich die ganze Zeit mitgesungen. Das ist Liebe und das ist Leidenschaft und das ist richtig viel Spaß.